Mein Gast heute Abend, Marcel Reich-Ranicki. Herr Reich-Ranicki, Sie sagten, Deutschland, das sind in meinen Augen Adolf Hitler und Thomas Mann. Was ist Deutschland heute? Mehr Adolf Hitler oder mehr Thomas Mann? Mit Sicherheit mehr Thomas Mann. Wenn Sie diese Alternative aufrechterhalten wollen. Denn das, wofür Adolf Hitler stand und steht, das ist Deutschland heute nicht. Aber ein Teil in Deutschland ist wieder so. Nein, 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 nein. Konzentrationslager gibt es in diesem Land nicht. Synagogen werden hier nicht verbrannt. Es gab mehrere Synagogen, ja, die angezündet wurden. Angezündet wurden, aber es gab Krach im ganzen Land aus diesem Grunde. Das war doch anders. Und es werden auch keine Menschen in Todeslager, in Gasöfen deportiert. Also so kann man das nicht sagen. Natürlich, Thomas Mann ist auch eine Figur einer vergangenen Epoche. Eben die Gegenfigur, so habe ich sie jedenfalls gesehen, zu Adolf Hitler. Ihrer Familie, Herr Reich-Ranicki, ist unsagbares Leid angetan worden. Ihre Eltern wurden vor ihren Augen deportiert, ihr Bruder ist ermordet worden. Im Warschauer Ghetto haben Sie das Todesurteil Ihren Freunden übersetzt. Seit über 50 Jahren leben Sie in dem Land der Peiniger. Wie halten Sie es hier aus? Die Frage ist sehr berechtigt und die ist nicht einfach zu beantworten. Ich halte es aus, es fällt mir nicht schwer, in dem Land zu leben. Und ich habe, seit ich in diesem Land bin, das heißt seit 58, mir niemals ernsthaft Gedanken gemacht, ob ich das Land verlassen soll, anders in einem anderen Land leben. Warum? Ich wäre 58 gern in ein anderes Land gegangen, in die Schweiz. Nach Zürich wäre ich gern gegangen. In einem deutschsprachigen Land wollte ich leben, denn mein Beruf ist nun einmal die Literatur. Aber Herr Reich-Ranicki, was heißt, Sie haben sich keine Gedanken gemacht? Sie haben gerade Ende der 50er Jahre, den 60er Jahren, ja in Deutschland gelebt, wo die Menschen, die damals 30, 40, 50 waren, Menschen waren, die in der Nazi-Zeit, wenn man Glück hatte, Mitläufer waren, wenn man Pech hatte, aktive Nazis und Antisemiten. Wie lebt man die 60er und 70er mit ihrer Vergangenheit, ohne sich darüber Gedanken zu machen? Warum die Verdrängung? Nein, nein, das ist falsch. Gedanken habe ich mir schon gemacht. Nur, wie lebt man, fragen Sie. Ich antworte Ihnen, indem man sehr viel arbeitet. Ich habe damals viel gearbeitet und auch heute. Und meine Arbeit war damals so wie heute die Literatur, die deutsche Literatur. Wovor haben Sie sich mit der Arbeit geschützt? Tja, vor Langeweile, vor dem Elend und vielleicht auch vor manchen feindlichen Leuten. Nur die Arbeit hat mir neue Feinde gebracht, aber andere Art. Nein, nein, bleiben wir doch einen Augenblick bei den Feinden und bei dem Elend, das Ihrer ganzen Familie so viel Unglück beschert hat. Wie haben Sie denn in dieser Zeit Deutschland empfunden und wie haben Sie sich als Jude in Deutschland empfunden? Ja, wissen Sie, als Jude in Deutschland empfunden ist keine einfache Frage aus dem sehr einfachen Grunde, dass sich niemand, keine Juden haben sich um mich, als ich hierher gekommen bin, nicht gekümmert. Keine einzige jüdische Gemeinde war an mir überhaupt interessiert, hat mich wahrgenommen, obwohl Beiträge von mir unaufhörlich vom ersten Augenblick an in der Frankfurter Allgemeinen, in der Welt damals und viele Jahre in der Zeit veröffentlicht wurden. Also die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, ob in Hamburg oder später in Frankfurt, hat sich nicht gekümmert. Das fing in einem Augenblick an, als ich gebeten wurde, hier in der jüdischen Gemeinde, ich wohnte schon eine Weile hier in Frankfurt, einen Vortrag zu halten, noch in dem alten Haus, das neue Gebäude, das jetzt Ignaz Bubis Haus heißt, gab es noch nicht. Da hielt ich einen Vortrag, ich glaube, über Juden in der deutschen Literatur. Und am Ende stand einer auf, er hatte eine Frage. Und die Frage war, wann findet Ihr nächster Vortrag statt? Herr Reich-Ranicki, Sie haben extrem viel Grausames erlebt in Ihrem Leben. Wovor haben Sie eigentlich heute noch Angst? Vor dem Nicht-Existieren auf dieser Erde. Ich sage nicht vor dem Tod, sondern von dem, was folgt.
Ich habe einmal, ich kann wiederholen, was ich einmal scherzhaft gesagt habe, aber es ist ernst der Hintergrund, dass ich Angst habe davor, dass ich die nächste Nummer des Spiegels nicht mehr sehen werde, weil ich nicht mehr auf dieser Erde sein werde. Sie sind, davor habe ich Angst. Sie sind heute 80 Jahre alt. So viel Leben. Was war das, was Sie erlebt haben, oder was ist das, was Sie als das wichtigste Erlebnis in Ihrem Leben beschreiben, um sagen zu können, es hat sich gelohnt, auf dieser Erde zu sein? Ach, wissen Sie, ich habe ein paar Leute kennengelernt, da hat sich sehr gelohnt, auf dieser Erde zu sein. Es waren Männer und es waren auch Frauen. Ich habe einiges geschrieben, was ein Echo hatte, hat sich vielleicht gelohnt. Und dann hatte ich die größte Überraschung meines ganzen Lebens. Ich habe ein Buch geschrieben über mein Leben, ganz einfach, was ich erlebt habe, und habe gedacht, das wird ein Erfolg. 20.000 Exemplare oder 30 werden verkauft werden. Nun sind es allmählich knapp 1 Million Exemplare. Das Echo dieses Buches erscheint jetzt in 12 oder 13 Sprachen. Das war eine große Überraschung. Ich rede nicht von Überraschung. Ich rede davon, lieber Herr Reich-Ranicki, was war das Wichtigste in Ihrem Leben? Was war das, wo Sie sagen, wenn ich heute auf dieser Welt war, dann ist es das, was mich geprägt hat, was ich an Liebe empfunden habe. Was war das? Das Wichtigste. Vielleicht, ich möchte ungern hier, weil das ins Sentimentale geht, von meiner Frau sprechen und von solchen Nicht schlecht Dingen. Sentimental zu werden, lieber ja, Freund. Nicht ja, schlecht. Ja, also ich lebe ja mit meiner Frau zusammen seit 61 Jahren. Ja. Hier. Sie müssen zugeben, das ist schon eine große Leistung meiner Frau, vielleicht auch meinerseits. Vielleicht auch meinerseits eine Leistung auch. Naja, und dann gibt es ein anderes Glück, das ich erlebt habe. Das ist das Glück, das die Literatur mir beschert hat. Und übrigens noch etwas, die Musik. Sie sind, ich habe es gerade gesagt, ja jetzt 80 Jahre alt. Und Sie haben in Ihrem Leben, in Ihrer Biografie, alles erlebt, wozu Menschen fähig sind. Im besten Sinne des Wortes und im furchtbarsten Sinne des Wortes. Was Sie gerettet hat, war, das haben Sie auch oft gesagt, wahrscheinlich auch die Liebe. Wenn jemand an die Liebe glaubt, Herr Reich-Ranicki, dann glaubt er letztendlich auch an den Menschen und an die Hoffnung, dass der Mensch lebt und lernt. Glauben Sie an Menschen? Nicht an alle. Also vorsichtig, so kann ich das nicht beantworten. Ja, ich habe Menschen kennengelernt, die sich mir gegenüber wunderbar verhalten haben. Schließlich hat ein polnisches Ehepaar mich und meine Frau uns gerettet. Ich habe auch in Deutschland Menschen kennengelernt, die sich wunderbar mir gegenüber verhalten haben, leider auch große Enttäuschungen erlebt. Aber das eine ist nicht möglich ohne das andere. Im Leben wie in der Literatur kommt man ohne Liebe nicht aus. Es sind Millionen Bücher gesprochen und geschrieben worden. Es sind Millionen Paare zusammengekommen und wieder auseinandergegangen. Ist Liebe eine Illusion? Nein. Nicht unbedingt, nicht immer. Manchmal ist es eine Illusion. Wissen Sie, Liebe ist ja das Problem, was liebt man? Franz Kafka liebte mit Sicherheit nicht die Frauen, die er zu lieben vorgab. Er liebte seine Gefühle. Er war ja so egozentrisch, aber seine erotischen Gefühle hat er sehr geliebt und geschätzt. Also apropos egozentrisch, und wen lieben Sie? Verzeihung, ich meine, Sie haben ja Thomas Mann genannt. Ich liebe und schätze Thomas Mann. Ich meine, oder wollen Sie, dass ich wiederhole, was Gustav Heinemann gesagt hat? Ich liebe nicht mein Vaterland, ich liebe meine Frau, hat er gesagt. Sie sprachen, lieber Herr Reich-Ranicki, einmal von Ihrer Sehnsucht nach einer Heimat. Was bedeutet Heimat für Sie und was ist das für eine Sehnsucht? Ja, wissen Sie, was Heimat für mich bedeutet, das weiß ich nicht. Weil ich nie eine Heimat hatte, weil ich aus Polen nach Deutschland gekommen bin, das war die Entscheidung meiner Eltern, als ich noch nicht 9 Jahre alt war. Ich war in Berlin in der Schule ein Außenseiter, ein Fremdling, einer, der
nicht sehr gut Deutsch sprach damals, der dann daher der beste Schüler im Rechnen und Arithmetik wurde. Und das haben die gesagt, das kann er. Dann habe ich gesagt, ich werde euch zeigen, ich werde der beste Deutschschüler auch sein. Ist mir auch gelungen. Ja, also ich war immer ein Außenseiter, ich hatte nie eine Heimat. Meine Heimat war in den 30er Jahren das Dritte Reich. Ich war ja bis Ende 38 in Berlin. Da wurde eine Heimat für mich, entstand eine Heimat für mich, das war die Literatur. Aber Sie haben Sehnsucht nach Heimat. Was ist das für eine Sehnsucht? Was fehlt Ihnen? Nein, das ist sehr schwer zu sagen. Ich kann nicht sagen, dass mir etwas fehlt, was ich nicht ganz kenne. Es gibt eine Stadt auf Erden, wo ich, wenn ich dahin komme, eine Spur von Heimat empfinde. Eine einzige Stadt. Und das ist Berlin. Ich habe kein eigenes Land, haben Sie mal gesagt. Ich habe keine Heimat und ich habe kein Vaterland. Wie einsam ist ein heimatloser Mensch? Naja, nicht unbedingt so einsam. Sehen Sie, mit der Heimat ist es so. Ich habe aus diesem Anlass Heinrich Heine zitiert, der erzählt hat, die Juden hätten vor Jahrtausenden, als der Tempel da in Israel, in Palästina brannte, nichts gerettet aus dem Tempel. Da waren silberne und goldene Kandelaber, Lampen, verschiedene Geräte, alles Mögliche. Nichts, nur die Schrift haben sie gerettet, die Tora. Und haben mit dieser Schrift zogen sie von Land zu Land. Diese Schrift wurde zu ihrem portativen Vaterland. Naja, bei mir war dasselbe. Nicht die Schrift, die heilige Schrift wurde es, sondern die Literatur, aber, und paradoxerweise die deutsche. Aber ersetzt diese Literatur wirklich das, was Sie vermissen, dazuzugehören? Haben Sie nicht vielleicht Angst, dass das, was Ihnen ja in Ihrem Leben passiert ist, Sie haben gerade Berlin der 30er Jahre genannt, da haben Sie gesagt, ich ging in die Schule und eigentlich wurde das meine Heimat. Und dann haben die Deutschen Ihnen gesagt, Edgebatch, du irrst dich, du bist Jude und kein Deutscher. Kann es sein, dass Sie eine Angst haben, dass man Sie wieder rausschmeißt, dass man nicht dazugehört und dass Sie deswegen es gar nicht zulassen, von wir zu sprechen? Das ist ganz richtig. Ich bin erstaunt. Das ist sehr richtig, was Sie eben gesagt haben. Sehen Sie, das ist doch so, wenn Sie mich gefragt hätten, stellen die Frage, ob ich ein Deutscher bin, hätte ich Ihnen sofort geantwortet, nein, keineswegs, das bin ich nun Seit nicht sicher. Seit 50 Jahren leben Sie hier, ja. Sie haben den deutschen Pass, Sie sprechen die deutsche Sprache, die Menschen mögen Sie und die, die Sie nicht mögen, beachten Sie und Sie sagen, Sie sind kein Deutscher? Nein. Wie? Ich verwende, wieso das? Hör auf, ich verwende das Wort Deutsch bezüglich meiner Person oft und gern, aber immer als Adjektiv. Ich bin ein deutscher Kritiker, deutscher Literaturkritiker, vielleicht ein deutscher Schriftsteller. Ein Deutscher bin ich nicht. Das wird nichts mehr daraus werden. Warum nicht? Vielleicht Warum nicht? Ist es der Widerstand dagegen, dass Leute kommen und mir das, mein Deutschtum aberkennen. Das können sie nicht. Die können höchstens kommen und sagen, dass ich von Kleist oder von Thomas Mann zu wenig verstehe. Das ist aber was ganz anderes. Herr Reich-Ranicki, sind Sie noch verwundbar an dieser Stelle? Aber ja. Tut es Ihnen weh, wenn man Ihnen deutlich macht, Sie gehören nicht dazu? Nein, manches tut mir sehr weh. Natürlich bin ich verwundbar, aber nicht das Dazugehören. Nein, nein, Ihr das Sohn, nun nicht. Ihr Sohn lebt in England. Sind Sie froh, dass er nicht in Deutschland lebt? Nein, ich bin gar nicht glücklich. Er lebt in Schottland, würde er sagen, nicht in England. Er ist Professor der Mathematik in Edinburgh. Ich bin gar nicht glücklich, dass er so weit ist. Es wäre mir lieber, er wäre Professor in Mainz. Wir könnten uns häufiger sehen oder in Bonn. Aber nun hat sich sein Leben so ergeben, er hat eine Amerikanerin geheiratet und seine Tochter, das Kindchen ist schon 21 Jahre alt, seine Tochter studiert nicht Germanistik, sondern Anglistik. Ignaz Bubis, der ehemalige Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat Deutschland überrascht, kurz vor seinem Tod, indem er gesagt hat, ich möchte nicht in Deutschland begraben werden. Und Sie? Halt! Das war bei Bubis das Resultat eines furchtbaren Missverständnisses. Er hielt sich die ganze Zeit für einen Deutschen und war empört, wenn die Leute ihn fragten, verbringen Sie die Feiertage in Ihrer Heimat, womit Israel gemeint war, oder sehen wir uns bei Ihrem Botschafter, womit der Botschafter Israels damals in Bonn gemeint war. Das kann mir nicht passieren. Sehen Sie, ich habe diese Illusion nicht und diese Befürchtung, die Sie haben,
die betreffen mich nicht. Deswegen ist ein Wort von mir, ich möchte nicht in Deutschland begraben sein, völlig unmöglich. Also, wenn man Ihnen zuhört und Sie das eben von Ignaz Bubis beschreiben, nehmen Sie zur Kenntnis, dass viele auch sagen, er ist kein Deutscher, er ist Jude, und dass das eine Beschimpfung ist? Nein, als Beschimpfung empfinde ich das überhaupt nicht. Natürlich nehme ich das zur Kenntnis, aber ich empfinde es nicht als Beschimpfung. Das stört mich gar nicht. Steht ja in allen, meine ganze Autobiografie, die beginnt ja gleich in den die ersten Sätze sind, was sind Sie denn eigentlich? Die Frage, die mir gestellt wurde, ein Deutscher, ein Pole oder ein Jude, was sind Sie denn? Ich habe damals geantwortet, ein halber Deutscher, ein halber Pole, ein ganzer Jude. Das ist Quatsch. Das ist nur effektvoll, aber das stimmt ja gar nicht. Und was stimmt? Ach Gott, ich bin Literat, ein Mensch, dessen Heimat in der Literatur ist, auch in der Musik, nicht in der Malerei. Die Malerei ist mir ziemlich fremd. Das stimmt. Literatur, nicht. Musik, das ist ja alles Kunst. Das, ja. Das ist ja eine Welt, die mit dem reellen Leben wenig zu tun hat. Oh, das ist das reelle Leben. Wie können Sie sowas sagen? Vom reellen Leben des alten Griechenlands ist die Ilias geblieben, die Odyssee, die dann Kunst dann ist reden geblieben. Wir mal vom reellen Leben der Gegenwart in Deutschland. Ja. Was geht in Ihnen vor, wenn neuerdings in Deutschland eine Diskussion stattfindet mit der Überschrift »Ich bin stolz, ein Deutscher«? Zu sein. Ja, also das ist mir schon sehr fremd aus einem Grund. Ich bin überhaupt nicht stolz. Auf gar nichts bin ich auch stolz. Auch nicht auf sich selbst? Nein, überhaupt nicht. Ich kann sagen, ja, ich habe da mal ein Essay geschrieben, da war ich hinterher zufrieden. Aber stolz, der Stolz ist mir völlig fremd. Das Gerede, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, hat ja einen Hintergrund. Das sagen ja Leute mit irgendwelchen nationalen Minderwertigkeitskomplexen. Die Engländer sagen gar nicht, ich bin stolz, ein Engländer ja, zu sein. Ja, aber die Minderwertigkeitskomplexe haben ja anscheinend mittlerweile Leute wie Gerhard Schröder, Bundeskanzler, Laurenz Mayer, Angela Merkel, Friedrich Merz von der CDU, Guido Westerwelle ist stolz, ein Deutscher zu sein. Das sind alles Leute mit Minderwertigkeitskomplex. Um Gottes Willen, sie regieren uns. Warten. Das ist alles. Alles. Der deutsche Minderwertigkeitskomplex ist ganz alt. Er kommt noch aus dem 18. Jahrhundert. Vergessen Sie bitte nicht eine solche Hymne. Deutschland, Deutschland über alles. Hoffmann von Fallesleben. Warum hat er denn das geschrieben? Weil es kein Deutschland gab. Das war zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo es kein Deutschland gab. Ein schlechter deutscher Dichter, schon vergessen, zu Recht, Immanuel Geibel schrieb, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Warum? Das hat er 61 geschrieben, 1861, weil es das Deutsche Reich nicht gab. Das sind Minderwertigkeit, Nationale, die dann dazu führten, zu unverschämten Äußerungen. Erschreckt es Sie im Jahre 2001, heute, dass es diese Worte, diese Sätze wieder gibt und dass sie heute in der politischen Diskussion dazugehören? Nein, ich empfinde es nur als Armutszeugnis eigentlich, dass die Leute immer wieder vom deutschen Nationalstolz reden. Ist nicht sehr imponierend, nicht sehr überzeugend. Weckt das Rassismus und Antisemitismus, dass Leute, die ja mittlerweile auch nicht nur von der Straße, sondern eben in solchen wichtigen Funktionen sind, solche Sätze instrumentalisieren? Antisemitismus soll das weg? Rassismus? Rassismus? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das so furchtbar ernst nicht genommen wird. Das wird gesagt, es kommen diese Äußerungen, Sie erwähnten Schröder, aber diese Äußerungen kommen doch primär aus den Kreisen der CDU. Dann sprechen wir mal einen Augenblick noch über diese CDU. Da gibt es ja einen Generalsekretär und da gibt es eine Vorsitzende und vor allen Dingen einen Fraktionsvorsitzenden. Die haben ja eine Generalprobe gemacht, als sie von der deutschen Leitkultur gesprochen haben. Ja. Hat Sie das erschreckt? Nein, da hat mich nur verblüfft, warum, dass die Leute so dumm sind und des Deutschen nicht mächtig sind. Was heißt denn Leitkultur? Eine Kultur, die jemanden leiten soll? Wen? Europa leiten soll? Oder Deutschland? Oder Bayern leiten? Oder was hat das für einen Sinn? Die Leute gebrauchen ein Wort. Einer hat das Wort gebraucht und die anderen haben es nachgeplappert. Ich verstehe nicht, was damit gemeint ist. Aber verstehen wir einen Augenblick, wenn wir darüber nachdenken, es gibt die deutsche Leitkultur, es gibt die Debatte
Debatte über Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Es gibt anscheinend eine Renaissance dieses Bedürfnisses, hier so ein bisschen Nationalstolz zurückzuführen. Das sind führende Leute, Repräsentanten, Vorbilder. Sind das nicht Entwicklungen, die Sie vor 10 oder 15 Jahren nie für möglich gehalten haben? Nein. Also zunächst mit den führenden Leuten, was Sie eben gesagt haben. Wissen Sie, in jedem Land gibt es kluge und dumme Menschen. Dass viele dumme Menschen in die Politik gehen, ist nicht verwunderlich. Verwunderlich ist nur, dass manch dummer Mensch ganz bis an die Spitze seiner Partei gelangt. Das hat mich immer sehr, sehr verwundert. Sind Sie der Meinung, dass in den letzten Jahren Antisemitismus, Nationalismus, Chauvinismus wieder salonfähig geworden ist? Also wenn ich mir so überlege, da gibt es den Martin Walser, da gibt es so viele, die plötzlich Dinge sagen, die man eigentlich nur in den Hinterzimmern der Kneipen gehört hat. Beschäftigt Sie das wirklich nicht? Aber selbstverständlich beschäftigt mich das. Selbstverständlich ist das interessant. Nur bei Martin Walser habe ich oft gewisse Neigungen, nicht zum Antisemitismus, aber zu einer Vergangenheitsbewältigung, die mir nicht ganz gefallen hat, vor 50 Jahren schon hingewiesen. So überraschend war das nicht. Aber wissen Sie, mit Antisemitismus, man muss da sehr, sehr oft sehr vorsichtig sein und nicht zu schnell urteilen. Sehen Sie, ich will Ihnen ein Beispiel geben, wenn es heute um Verhältnis zu Juden geht in diesem Land. Sagen wir zu Juden, die öffentlich, die im Kulturleben tätig sind, vielleicht im Fernsehen oder sonst wo, gibt es solche. Und dann werden die bekämpft, attackiert, dann sagt man Antisemitismus, Vorsicht. Wissen Sie, es gab in Deutschland im 19. Jahrhundert zwei ganz hervorragende Figuren des Kulturlebens, beide Juden. Der eine war der Dichter Heine, der andere der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy. Der eine wurde als Jude bekämpft, nämlich Heine. Der Mendelssohn wurde nicht bekämpft. Und wissen Sie warum? Ich kann es Ihnen erklären. Man hat nicht den Juden Heine bekämpft, sondern den Provokateur, der ein jüdischer Provokateur war. Der Mendelssohn, sein Violinkonzert, seine Sommernachtsraummusik, die hat niemand gestört. Marcel Reich-Ranitzky, reden wir nicht von Mendelssohn, reden wir von der Gegenwart. Ja. 16.000 Straftaten aus dem rechtsradikalen Bereich. Synagogen wurden angezündet, Häuser, wo Ausländer sind, werden angezündet. Über 100 Menschen sind in den letzten 10 Jahren von Rassisten und Rechtsradikalen umgebracht worden. Sie haben eine Autobiografie und haben in dieser Biografie ja Barbarei beschrieben. Auch heute werden Menschen verfolgt. Warum mischen Sie sich nicht mehr ein? Warum zeigen Sie nicht Ihr Gesicht? Das hat einen ganz konkreten Grund und einen ganz klaren Grund. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um das deutsche Volk zu belehren, wie es sich politisch verhalten Aber Sie leben Langsam, hier. Das ist nicht meine Sache. Bubis hat das deutsche Volk belehren wollen, hielt sich für einen Deutschen und war dann tief enttäuscht, dass man ihn für einen Juden allerseits und gehalten Und Sie halten hat. Sich gleich für einen Nein. Juden, um sich nicht in Deutschland einzumischen? Halt! Ich bin sehr wohl befugt und es ist mein Ehrgeiz, das deutsche Volk zu belehren. Aber nur in einer Hinsicht. Was gute und was schlechte Literatur ist. Aber es gibt keine einzige Äußerung von mir, die irgendwie sagen würde, man soll CDU wählen und nicht Vergessen SPD. Sie die Parteien. Ja. Sie sind eine Autorität. Sie sind ein Vorbild. Millionen Menschen hören auf das, was Sie sagen. Junge Menschen orientieren sich nach dem, was Sie sagen. Warum mischen Sie sich nicht ein? Und das hat ja mit Parteipolitik nichts zu tun. Richtig. Und äußern sich kritisch, nachdenklich und engagieren Menschen nicht gegen Rassismus, sondern ihnen Mut zu machen für den Pluralismus in einer Gesellschaft. Weil ich glaube, dass es nicht die Aufgabe der Juden in diesem Land ist, das deutsche Volk politisch zu erziehen. Ich bin dagegen. Ich habe ja andere mögen anders an. Ich erziehe es ja unentwegt. Aber im Bereich der Literatur oder des Theaters oder der Kultur. Es gibt keine einzige Äußerung rein politischen Inhalts. Dann fangen wir mal heute damit an, lieber Reich-Ranitzky. Dann fangen wir heute damit an. Bitte. Also. Was würden Sie heute jungen Deutschen sagen, um sich gegen Rassismus aufzulehnen? Was ist eine Botschaft, die Sie haben, um den Menschen zu sagen, Menschen, versteht, das ist ein Unglück, was ihr betreibt? Was würden Sie ihnen sagen? Nichts würde ich sagen. Das ist nicht meine Aufgabe und nicht mein Ehrgeiz, sie zu belehren. Ich
lese mit großem Interesse, dass irgendwer auf die Idee gekommen ist, junge Menschen sollen Filme, Fernsehfilme, glaube ich, machen gegen den Rassismus. Interessant, dass das die jungen Menschen erziehen soll. Es gefällt mir sogar. Ich bin nicht dazu da. Sie werden mich nicht dazu bringen. Nein, ich weiß, aber wir versuchen es trotzdem, lieber Freund. Wovor haben Sie eigentlich Angst? Es geht doch gar nicht um Belehren. Sie haben ein Buch geschrieben, Mein Leben. Dieses Buch ist voller Erfahrungen, wohin es führt, wenn Menschen vergessen, was Menschlichkeit bedeutet. Warum können Sie so etwas nicht hier in Deutschland im Fernsehen sagen? Halt! Haben Sie in diesem Buch Sätze gefunden, wo ich die Leser belehren würde? Vergessen Sie es bitte. Nein, ich beschreibe, was ich erlebt habe und überlasse es den Lesern, sich Gedanken zu machen. Vielleicht hat der Erfolg des Buches damit zu tun, dass die pädagogische Absicht nicht drin ist. Hand aufs Herz, hat das nicht vielleicht zu tun, diesen Rückzug, den Sie jetzt auch so vehement vertreten, dass Sie einen Rückzug ins Ästhetische nehmen und damit aus Ihrer Biografie nicht das machen, was Sie machen könnten, nämlich junge Menschen Mut machen? Nein, ich bin dazu nicht imstande, jungen Menschen Mut zu machen. Ich bin dazu imstande, ich wiederhole mich, aber Sie zwingen mich dazu, jungen Menschen zu erklären, warum bestimmte Gedichte von Rilke oder von Brecht gut oder schlecht sind. Aber ich bin nicht imstande, sie politisch zu erziehen. Wenn Sie heute im Jahre 2001 noch mal entscheiden könnten, ob Sie in Deutschland leben würden wollen, würden Sie wieder nach Deutschland kommen? Ach, ich glaube, ja. Was hat Sie am meisten an Deutschland überzeugt? Das ist eine Superlativfrage, die schwer ist. Das heißt, was hat mich am meisten an Deutschland... Sie sind nicht traurig, dass es Ihnen nicht leicht macht. Nein. Ich kann Ihnen natürlich sagen, mir hat in Deutschland sehr gefallen, dass Deutschland von Anfang an meines Lebens in diesem Land, also als ich 58 hierher gekommen bin, Gefallen fand an meiner Literaturkritik. Das hat mir schon gefallen, dass ich hier ein Publikum gefunden habe, das ja jetzt, ich sagte Ihnen, schon nach diesem Buch enorm geworden ist. Dass ich mich hier im Grunde, mich auf die Kultur, auf das Kulturleben konzentrierend, überhaupt nicht fremd fühle, gar nicht. Und gar nicht das Bedürfnis haben. Sie sind seit 6 Jahrzehnten mit Ihrer Frau verheiratet. Ja, das weiß ich. Ja. Was ist nach 6 Jahrzehnten Ehe Ihre Erkenntnis? Dass man versuchen muss, sich gegenseitig das Leben nicht schwer zu machen. Das ist das eine. Und ich kann mich da nicht beschweren und nicht beklagen. Kann sich Ihre Frau beschweren und beklagen? Ich hoffe nicht, aber Sie interviewen mich und nicht meine Frau. Nein, ich glaube nicht, dass sie sich ernsthaft beschweren könnte, obwohl sie es manchmal nicht ganz leicht mit mir hatte. Das werden Sie mir glauben, wie ich Sie kenne. Erzählen Sie mir doch ein Beispiel, wo das passiert ist, dass man es nicht mit Ihnen leicht hat. Stellen Sie sich vor, als wir beide uns kennengelernt haben, meine Frau und ich, waren wir 19 Jahre alt. 19 Jahre alt. Und jetzt sind wir beide, meine Frau ist gerade 81 geworden und ich werde in einigen Wochen 81. Meinen Sie, dass in diesen 60 Jahren es nie passiert ist, dass ich mich in irgendeine Frau verliebt habe oder sie sich in einen Mann verliebt hat? Vielleicht ist da doch was passiert. Sie sind doch auch, haben Romane gelesen. Also können Sie sich das vielleicht vorstellen? Herr Reich-Radetzky, Sie wissen, wie sehr ich Sie respektiere. Und wenn ich mich mit Ihnen vergleiche, komme ich mir so ungebildet vor und auch so unkultiviert. Aber oft frage ich mich auch, wie kann man mit einem so hochgezwirbelten Geist wie Ihrem leben? Wie hält man sich eigentlich selbst aus, wenn man permanent zwischen Goethe, Kafka und Thomas Mann herumsurft? Sagen Sie mal, diese Musik macht gar nichts. Nein, wie man das aushält. Na, zunächst, entschuldigen Sie bitte, es gibt ganz große Literatur, über die ich ganz wenig im Leben geschrieben habe. Der größte Schriftsteller der Welt gehört nicht zur deutschen Literatur. Das war wahrscheinlich William Shakespeare. Herzlichen Dank, Marcel Reich-Ranitzky. Nächste Woche Joachim Gauck. Eigentlich Angst. Es geht doch gar nicht um Belehren. Sie haben ein Buch geschrieben, Mein Leben. Dieses Buch ist voller Erfahrungen,
wohin es führt, wenn Menschen vergessen, was Menschlichkeit bedeutet. Warum können Sie so etwas nicht hier in Deutschland im Fernsehen sagen? Halt! Haben Sie in diesem Buch Sätze gefunden, wo ich die Leser belehren würde? Vergessen Sie es bitte. Nein, ich beschreibe, was ich erlebt habe und überlasse es den Lesern, sich Gedanken zu machen. Vielleicht hat der Erfolg des Buches damit zu tun, dass die pädagogische Absicht nicht drin ist. Hand aufs Herz, hat das nicht vielleicht zu tun, diesen Rückzug, den Sie jetzt auch so vehement vertreten, dass Sie einen Rückzug ins Ästhetische nehmen und damit aus Ihrer Biografie nicht das machen, was Sie machen könnten, nämlich junge Menschen Mut machen? Nein, ich bin dazu nicht imstande, jungen Menschen Mut zu machen. Ich bin dazu imstande, ich wiederhole mich, aber Sie zwingen mich dazu, jungen Menschen zu erklären, warum bestimmte Gedichte von Rilke oder von Brecht gut oder schlecht sind. Da, aber ich bin nicht imstande, Sie politisch zu erziehen. Wenn Sie heute im Jahre 2001 noch mal entscheiden könnten, ob Sie in Deutschland leben würden wollen, würden Sie wieder nach Deutschland kommen? Ach, ich glaube, ja. Was hat Sie am meisten an Deutschland überzeugt? Das ist eine Superlativfrage, die schwer ist. Das heißt, was hat mich am meisten an Deutschland... Sie sind nicht traurig, dass es Ihnen nicht leicht macht. Nein. Ich kann Ihnen natürlich sagen, mir hat in Deutschland sehr gefallen, dass Deutschland... Von Anfang an meines Lebens in diesem Land, als ich 58 hierher gekommen bin, Gefallen fand an meiner Literaturkritik. Das hat mir schon gefallen, dass ich hier ein Publikum gefunden habe, das ja jetzt, ich sagte Ihnen, schon nach diesem Buch enorm geworden ist. Dass ich mich hier im Grunde, mich auf die Kultur, auf das Kulturleben konzentrierend, überhaupt nicht fremd fühle, gar nicht. Und gar nicht das Bedürfnis haben. Sie sind seit 6 Jahrzehnten mit Ihrer Frau verheiratet. Ja, das weiß ich. Ja. Was ist nach 6 Jahrzehnten Ehe Ihre Erkenntnis? Ha. Dass man versuchen muss, sich gegenseitig das Leben nicht schwer zu machen. Das ist das eine. Und ich kann mich da nicht beschweren und nicht beklagen. Kann sich Ihre Frau beschweren und beklagen? Ich hoffe nicht, aber Sie interviewen mich und nicht meine Frau. Nein, ich glaube nicht, dass sie sich ernsthaft beschweren könnte, obwohl sie es manchmal nicht ganz leicht mit mir hatte. Das werden Sie mir glauben, wie ich Sie kenne. Erzählen Sie mir doch ein Beispiel, wo das passiert ist, dass man es nicht mit Ihnen leicht hat. Stellen Sie sich vor. Wovor haben Sie sich mit der Arbeit geschützt? Tja, vor Langeweile, vor dem Elend und vielleicht auch vor manchen feindlichen Leuten. Nur die Arbeit hat mir neue Feinde gebracht, aber andere Art. Nein, bleiben wir doch einen Augenblick bei den Feinden und bei dem Elend, das Ihrer ganzen Familie so viel Unglück beschert hat. Wie haben Sie denn in dieser Zeit Deutschland empfunden? Und wie haben Sie sich als Jude in Deutschland empfunden? Ja, wissen Sie, als Jude in Deutschland empfunden ist keine einfache Frage, aus dem sehr einfachen Grunde, dass sich niemand, keine Juden haben sich um mich, als ich hierher gekommen bin, nicht gekümmert. Keine einzige jüdische Gemeinde war an mir überhaupt interessiert, hat mich wahrgenommen, obwohl Beiträge von mir unaufhörlich vom ersten Augenblick an in der Frankfurter Allgemeinen, in der Welt damals und viele Jahre in der Zeit veröffentlicht wurden. Also die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, ob in Hamburg oder später in Frankfurt, hat sich nicht gekümmert. Das fing in einem Augenblick an, als ich gebeten wurde, hier in der jüdischen Gemeinde, ich wohnte schon eine Weile hier in Frankfurt, einen Vortrag zu halten, noch in dem alten Haus, das neue Gebäude, das jetzt Ignaz Bubis Haus heißt, gab es noch nicht. Da hielt ich einen Vortrag, ich glaube, über Juden in der deutschen Literatur. Und am Ende stand einer auf, er hatte eine Frage. Und die Frage war, wann findet Ihr nächster Vortrag statt? Herr Reich-Ranicki, Sie haben extrem viel Grausames erlebt in Ihrem Leben. Wovor haben Sie eigentlich heute noch Angst? Vor dem Nicht-Existieren auf dieser Erde. Ich sage nicht vor dem Tod, sondern von dem, was folgt. Ich habe einmal, ich kann wiederholen, was ich einmal scherzhaft gesagt habe, aber es ist ernst der Hintergrund, dass ich Angst habe davor, dass
ich die nächste Nummer des Spiegels nicht mehr sehen werde, weil ich nicht mehr auf dieser Erde sein werde. Sie sind, davor habe ich Angst. Sie sind heute 80 Jahre alt. So viel Leben. Was war das, was Sie erlebt haben, oder was ist das, was Sie als das wichtigste Erlebnis in Ihrem Leben beschreiben, um sagen zu können, es hat sich gelohnt, auf dieser Erde zu sein? Ach, wissen Sie, ich habe ein paar Leute kennengelernt, da hat sich sehr gelohnt, auf dieser Erde zu sein. Es waren Männer und es waren auch Frauen. Ich habe einiges geschrieben, was ein Echo hatte, hat sich vielleicht gelohnt. Und dann hatte ich die größte Überraschung meines ganzen Lebens. Ich habe ein Buch geschrieben über mein Leben, ganz einfach, was ich erlebt habe, und habe gedacht, das wird ein Erfolg. 20.000 Exemplare oder 30 werden verkauft werden. Nun sind es allmählich knapp 1 Million Exemplare. Es wird gesagt, es kommt diese Äußerung, Sie erwähnten Schröder, aber diese Äußerung kommt doch primär aus den Kreisen der CDU. Dann sprechen wir mal einen Augenblick noch über diese CDU. Da gibt es ja einen Generalsekretär und da gibt es eine Vorsitzende und vor allen Dingen einen Fraktionsvorsitzenden. Die haben ja eine Generalprobe gemacht, als Sie von der deutschen Leitkultur gesprochen haben. Ja. Hat Sie das erschreckt? Nein, da hat mich nur verblüfft, warum, dass die Leute so dumm sind und des Deutschen nicht mächtig sind. Was heißt denn Leitkultur? Eine Kultur, die jemanden leiten soll? Wen? Europa leiten soll? Oder Deutschland? Oder Bayern leiten? Oder was hat das für einen Sinn? Die Leute gebrauchen ein Wort. Einer hat das Wort gebraucht und die anderen haben es nachgeplappert. Ich verstehe nicht, was damit gemeint ist. Aber verstehen wir einen Augenblick, wenn wir darüber nachdenken, es gibt die deutsche Leitkultur, es gibt die Debatte über ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Es gibt anscheinend eine Renaissance dieses Bedürfnisses, hier so ein bisschen Nationalstolz zurückzuführen. Das sind führende Leute, Repräsentanten, Vorbilder. Sind das nicht Entwicklungen, die Sie vor 10 oder 15 Jahren nie für möglich gehalten haben? Nein. Also zunächst mit den führenden Leuten, was Sie eben gesagt haben. Wissen Sie, in jedem Land gibt es kluge und dumme Menschen. Dass viele dumme Menschen in die Politik gehen, ist nicht verwunderlich. Verwunderlich ist nur, dass manch dummer Mensch ganz bis an die Spitze seiner Partei gelangt. Das hat mich immer sehr, sehr verwundert. Sind Sie der Meinung, dass in den letzten Jahren Antisemitismus, Nationalismus, Chauvinismus wieder salonfähig geworden ist? Also wenn ich mir so überlege, da gibt es den Martin Walser, da gibt es so viele, die plötzlich Dinge sagen, die man eigentlich nur in den Hinterzimmern der Kneipen gehört hat. Beschäftigt Sie das wirklich nicht? Aber selbstverständlich beschäftigt mich das. Selbstverständlich ist das interessant. Nur bei Martin Walser habe ich auf gewisse Neigungen, nicht zum Antisemitismus, aber zu einer Vergangenheitsbewältigung, die mir nicht ganz gefallen hat, vor 50 Jahren schon hingewiesen. So überraschend war das nicht. Aber wissen Sie, mit Antisemitismus, man muss da sehr, sehr oft sehr vorsichtig sein und nicht zu schnell urteilen. Sehen Sie, ich will Ihnen ein Beispiel geben, wenn es heute um Verhältnis zu Juden geht in diesem Land. Sagen wir zu Juden, die öffentlich, die im Kulturleben tätig sind, vielleicht im Fernsehen oder sonst wo, gibt es solche. Und dann werden die bekämpft, attackiert, dann sagt man Antisemitismus, Vorsicht. Wissen Sie, es gab in Deutschland im 19. Jahrhundert zwei ganz hervorragende Figuren des Kulturlebens, beide Juden. Der eine war der Dichter Heine, der andere der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy. Das hat mich immer sehr, sehr verwundert. Sind Sie der Meinung, dass in den letzten Jahren Antisemitismus, Nationalismus, Chauvinismus wieder salonfähig geworden ist? Also wenn ich mir so überlege, da gibt es den Martin Walser, da gibt es so viele, die plötzlich Dinge sagen, die man eigentlich nur in den Hinterzimmern der Kneipen gehört hat. Beschäftigt Sie das wirklich nicht? Aber selbstverständlich beschäftigt mich das. Selbstverständlich ist das interessant. Nur bei Martin Walser habe ich auf gewisse Neigungen, nicht zum Antisemitismus, aber zu einer Vergangenheitsbewältigung, die mir nicht ganz gefallen hat, vor 50 Jahren schon hingewiesen. So überraschend war das nicht. Aber wissen Sie, mit Antisemitismus, man muss da sehr, sehr oft sehr vorsichtig sein und nicht zu schnell urteilen. Sehen Sie,
Ich will Ihnen ein Beispiel geben, wenn es heute um Verhältnis zu Juden geht in diesem Land. Sagen wir zu Juden, die öffentlich, die im Kulturleben tätig sind, vielleicht im Fernsehen oder sonst wo, gibt es solche. Und dann werden die bekämpft, attackiert, dann sagt man Antisemitismus, Vorsicht. Wissen Sie, es gab in Deutschland im 19. Jahrhundert zwei ganz hervorragende Figuren des Kulturlebens, beide Juden. Der eine war der Dichter Heine, der andere der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy. Der eine wurde als Jude bekämpft, nämlich Heine. Der Mendelssohn wurde nicht bekämpft. Und wissen Sie warum? Ich kann es Ihnen erklären. Man hat nicht den Juden Heine bekämpft, sondern den Provokateur, der ein jüdischer Provokateur war. Der Mendelssohn, sein Violinkonzert, seine Sommernachtstraumusik, die hat niemand gestört. Marcel Reich-Ranitzky, reden wir nicht von Mendelssohn, reden wir von der Gegenwart. Ja. 16.000 Straftaten aus dem rechtsradikalen Bereich. Synagogen wurden angezündet, Häuser, wo Ausländer sind, werden angezündet. Über 100 Menschen sind in den letzten 10 Jahren von Rassisten und Rechtsradikalen umgebracht worden. Sie haben eine Autobiografie und haben in dieser Biografie ja Barbarei beschrieben. Auch heute werden Menschen verfolgt. Warum mischen Sie sich nicht mehr ein? Warum zeigen Sie nicht Ihr Gesicht? Das hat einen ganz konkreten Grund und einen ganz klaren Grund. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um das deutsche Volk zu belehren, wie es sich politisch verhalten soll. Aber Sie leben langsam, hier. Das ist nicht meine Sache. Bubis hat das deutsche Volk belehren wollen, hielt sich für einen Deutschen und war dann tief enttäuscht, dass man ihn für einen Juden allerseits und gehalten Sie halten hat. Sich gleich für einen Nein. Juden, um sich nicht in Deutschland einzumischen? Halt! Ich bin sehr wohl befugt und es ist mein Ehrgeiz, das deutsche Volk zu belehren. Aber nur in einer Hinsicht. Was gute und was schlechte Literatur ist. Aber es gibt keine einzige Äußerung von mir, die irgendwie seinerseits eine Leistung auch. Naja, und dann gibt es ein anderes Glück, das ich erlebt habe. Das ist das Glück, das die Literatur mir beschert hat. Und übrigens noch etwas, die Musik. Sie sind, ich habe es gerade gesagt, ja jetzt 80 Jahre alt und Sie haben in Ihrem Leben, in Ihrer Biografie, alles erlebt, wozu Menschen fähig sind. Im besten Sinne des Wortes und im furchtbarsten Sinne des Wortes. Was Sie gerettet hat, war, das haben Sie auch oft gesagt, wahrscheinlich auch die Liebe. Wenn jemand an die Liebe glaubt, Herr Reich-Ranitzky, dann glaubt er letztendlich auch an den Menschen und an die Hoffnung, dass der Mensch lebt und lernt. Glauben Sie an Menschen? Nicht an alle. Also vorsichtig, so kann ich das nicht beantworten. Ja, ich habe Menschen kennengelernt, die sich mir gegenüber wunderbar verhalten haben. Schließlich hat ein polnisches Ehepaar mich und meine Frau uns gerettet. Ich habe auch in Deutschland Menschen kennengelernt, die sich wunderbar mir gegenüber verhalten haben. Leider auch große Enttäuschungen erlebt. Aber das eine ist nicht möglich ohne das andere. Im Leben wie in der Literatur kommt man ohne Liebe nicht aus. Es sind Millionen Bücher gesprochen und geschrieben worden. Es sind Millionen Paare zusammengekommen und wieder auseinandergegangen. Ist Liebe eine Illusion? Nein, nicht unbedingt, nicht immer. Manchmal ist es eine Illusion. Wissen Sie, Liebe ist ja das Problem, was liebt man? Franz Kafka liebte mit Sicherheit nicht die Frauen, die er zu lieben vorgab. Er liebte seine Gefühle. Er war ja so egozentrisch, aber seine erotischen Gefühle hat er sehr geliebt und geschätzt. Also apropos egozentrisch, und wen lieben Sie? Verzeihung, ich meine, Sie haben ja Thomas Mann genannt. Ich liebe und schätze Thomas Mann. Ich meine, oder wollen Sie, dass ich wiederhole, was Gustav Heinemann gesagt hat? Ich liebe nicht mein Vaterland, ich liebe meine Frau, hat er gesagt. Sie sprachen, lieber Herr Reich-Ranitzky, einmal von Ihrer Sehnsucht nach einer Heimat. Was bedeutet Heimat für Sie und was ist das für eine Sehnsucht? Ja, was Heimat für mich bedeutet, das weiß ich nicht. Weil ich nie eine Heimat hatte, weil ich aus Polen nach Deutschland gekommen bin, das war die Entscheidung meiner Eltern, als ich noch nicht 9 Jahre alt war. Ich war in Berlin in der Schule ein Außenseiter, ein Fremdling, einer, der nicht sehr gut Deutsch sprach damals, der dann daher der beste Schüler im Rechnen und Arithmetik wurde. Und das haben wir gesagt, das kann er. Dann habe ich gesagt, ich werde euch zeigen, ich werde der beste Deutschschüler auch sein. Ist mir auch gelungen. Ja, also,
Ich war immer ein Außenseiter, ich hatte nie eine Heimat. Meine Heimat war in den 30er Jahren das Dritte Reich. Ich war ja bis Ende 38 in Berlin. Da wurde das Dritte Reich, ich war ja bis Ende 38 in Berlin. Da wurde eine Heimat für mich, entstand eine Heimat für mich, das war die Literatur. Aber Sie haben Sehnsucht nach Heimat. Was ist das für eine Sehnsucht? Was fehlt Ihnen? Nein, das ist sehr schwer zu sagen. Ich kann nicht sagen, dass mir etwas fehlt, was ich nicht ganz kenne. Es gibt eine Stadt auf Erden, wo ich, wenn ich dahin komme, eine Spur von Heimat empfinde. Eine einzige Stadt. Und das ist Berlin. Ich habe kein eigenes Land, haben Sie mal gesagt. Ich habe keine Heimat und ich habe kein Vaterland. Wie einsam ist ein heimatloser Mensch? Naja, nicht unbedingt so einsam. Sehen Sie, mit der Heimat ist es so. Ich habe aus diesem Anlass Heinrich Heine zitiert, der erzählt hat, die Juden hätten vor Jahrtausenden, als der Tempel da in Israel, in Palästina brannte, nichts gerettet aus dem Tempel. Da waren silberne und goldene Kandelaber, Lampen, verschiedene Geräte, alles Mögliche. Nichts, nur die Schrift haben sie gerettet, die Tora. Und haben mit dieser Schrift zogen sie von Land zu Land. Diese Schrift wurde zu ihrem portativen Vaterland. Naja, bei mir war dasselbe. Nicht die Schrift, die heilige Schrift wurde es, sondern die Literatur, aber, paradoxerweise die deutsche. Aber ersetzt diese Literatur wirklich das, was Sie vermissen, dazuzugehören? Haben Sie nicht vielleicht Angst, dass das, was Ihnen ja in Ihrem Leben passiert ist, Sie haben gerade Berlin der 30er Jahre genannt, da haben Sie gesagt, ich ging in die Schule und eigentlich wurde das meine Heimat. Und dann haben die Deutschen Ihnen gesagt, Edgebatch, du irrst dich, du bist Jude und kein Deutscher. Kann es sein, dass Sie eine Angst haben, dass man Sie wieder rausschmeißt, dass man nicht dazugehört und dass Sie deswegen es gar nicht zulassen, von wir zu sprechen? Das ist ganz richtig. Ich bin erstaunt. Das ist sehr richtig, was Sie eben gesagt haben. Sehen Sie, das ist doch so, wenn Sie mich gefragt hätten, stellen die Frage, ob ich ein Deutscher bin, hätte ich Ihnen sofort geantwortet, nein, keineswegs, das bin ich nun nicht sicher. Seit 50 Jahren leben Sie hier, ja. Sie haben den deutschen Pass, Sie sprechen die deutsche Sprache, die Menschen mögen Sie und die, die Sie nicht mögen, beachten Sie und Sie sagen, Sie sind kein Deutscher? Nein. Wie? Ich verwende, wieso das? Hör auf, ich verwende das Wort Deutsch bezüglich meiner Person oft und gern, aber immer als Adjektiv. Ich bin ein deutscher Kritiker, deutscher Literaturkritiker, vielleicht ein deutscher Schriftsteller. Ein Deutscher bin ich nicht. Das wird nichts mehr daraus werden. Warum nicht? Vielleicht Warum nicht? Ist es der Widerstand dagegen, dass man mir, dass Leute kommen und mir das, mein Deutschtum aberkennen. Das können sie nicht. Die können höchstens kommen und sagen, dass ich von Kleist oder von Thomas Mann zu wenig verstehe. Das ist aber was ganz anderes. Herr Reich-Ranicki, sind nämlich Heine. Der Mendelssohn wurde nicht bekämpft. Und wissen Sie warum? Ich kann es Ihnen erklären. Man hat nicht den Juden Heine bekämpft, sondern den Provokateur, der ein jüdischer Provokateur war. Der Mendelssohn, sein Violinkonzert, seine Sommernachtsraummusik, die hat niemand gestört. Marcel Reich-Ranicki, reden wir nicht von Mendelssohn, reden wir von der Gegenwart. Ja. 16.000 Straftaten aus dem rechtsradikalen Bereich. Synagogen wurden angezündet, Häuser, wo Ausländer sind, werden angezündet. Über 100 Menschen sind in den letzten 10 Jahren von Rassisten und Rechtsradikalen umgebracht worden. Sie haben eine Autobiografie und haben in dieser Biografie ja Barbarei beschrieben. Auch heute werden Menschen verfolgt. Warum mischen Sie sich nicht mehr ein? Warum zeigen Sie nicht Ihr Gesicht? Das hat einen ganz konkreten Grund und einen ganz klaren Grund. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um das deutsche Volk zu belehren, wie es sich politisch verhalten soll. Aber Sie leben langsam, hier. Das ist nicht meine Sache. Bubis hat das deutsche Volk belehren wollen, hielt sich für einen Deutschen und war dann tief enttäuscht, dass man ihn für einen Juden allerseits und gehalten Sie halten hat. Sich gleich für einen Nein. Juden, um sich nicht in Deutschland einzumischen? Halt! Ich bin sehr wohl befugt und es ist mein Ehrgeiz, das deutsche Volk zu belehren. Aber nur in einer Hinsicht.
was gute und was schlechte Literatur ist. Aber Politik, es gibt keine einzige Äußerung von mir, die irgendwie sagen würde, man soll CDU wählen und nicht vergessen SPD. Sie die Parteien. Ja. Sie sind eine Autorität. Sie sind ein Vorbild. Millionen Menschen hören auf das, was Sie sagen. Junge Menschen orientieren sich nach dem, was Sie sagen. Warum mischen Sie sich nicht ein? Und das hat ja mit Parteipolitik nichts zu tun. Richtig. Und äußern sich kritisch, nachdenklich und engagieren Menschen nicht gegen Rassismus, sondern ihnen Mut zu machen für den Pluralismus in einer Gesellschaft. Weil ich glaube, dass es nicht die Aufgabe der Juden in diesem Land ist, das deutsche Volk politisch zu erziehen. Ich bin dagegen. Ich habe ja andere mögen anders an. Ich erziehe es ja unentwegt. Aber im Bereich der Literatur oder des Theaters oder der Kultur. Es gibt keine einzige Äußerung rein politischen Inhalts. Dann fangen wir mal heute damit an, lieber Herr Reich-Ranicki. Dann fangen wir heute damit an. Bitte. Also, was würden Sie heute jungen Deutschen sagen, um sich gegen Rassismus aufzulehnen? Was ist eine Botschaft, die Sie haben, um den Menschen zu sagen, Menschen, versteht, das ist ein Unglück, was ihr betreibt? Was würden Sie ihnen sagen? Nichts würde ich sagen. Das ist nicht meine Aufgabe und nicht mein Ehrgeiz, sie zu belehren. Ich lese mit großem Interesse, dass irgendwer auf die Idee gekommen ist, junge Menschen sollen Filme, Fernsehfilme, glaube ich, machen gegen den Rassismus. Interessant, dass das die jungen Menschen erziehen soll. Es gefällt mir sogar. Ich bin nicht